Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reden wir mal über das Thema, was auf meiner Hochzeit alles schief gelaufen ist. Ich habe mal letztens eine Fragerunde auf Instagram gehabt und so eine Art Quizrunde eher. Und da war eine Option, was denn so bei meiner Hochzeit schief gegangen ist. Und da ist mir aufgefallen, wie viel eigentlich auf meiner Hochzeit schief gelaufen ist. Und auch zum Beispiel das Braut-Make-up, da gab es auch so ein bisschen von euch ein bisschen Kritik und ich habe da auch meine kleine Kritik zu gehabt. Und ich dachte, ich erzähle mal in diesem Video alles, was auf meiner Hochzeit schiefgelaufen ist. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, falls ihr Bock auf mehr solcher Talk-Videos habt. Ja, also viele von euch wissen ja, wir haben in Indien geheiratet und wir haben in Oktober geheiratet, 2019. Und das Ganze musste ja schon ein Jahr vorher geplant werden. Und ich bin für meine Planung im Februar da gewesen und habe alles vorbereitet. Ne? Halle gebucht, Kleider machen lassen für Braut, also für mich, für die Braut. Und aber auch für die Brautjungfern, für meine Familie, für meine ganzen Brüder, Cousinen und alles, ne? Also für die ganze Family. Ne? Und ich habe mir unbedingt eine Outdoor-Zeremonie gewünscht. Das ist im traditionellen Punjabi-Kultur sehr, sehr selten. Es ist aber auch natürlich sehr knifflig, weil wir haben ja unser heiliges Buch, Guru Granth Sahib Ji. Und Guru Granth Sahib Ji kannst du nicht überall mitnehmen, sage ich mal. Eine Location zu finden in Punjab, in Indien, ist so schwierig. Ich habe meine Reception, also da, wo meine Party war, meine Hochzeitsparty, die Location habe ich über Google Maps gefunden, weil ich einfach die Straße, da gibt es nämlich so eine Hauptstraße, die durchgegangen bin und geguckt habe, wo gibt es da überhaupt Hallen, weil es ist super schwer, Leute, wenn du nicht vor Ort bist, nach Hallen und Locations zu suchen, weil da ist das halt alles noch nicht so weit wie hier, dass es Webseiten gibt etc. Wenn du in Delhi heiratest oder in Mumbai oder in Amritsar, halt so diesen ganzen großen Städten, da gibt es halt schon so Webseiten, wo alles steht, aber bei mir in Punjab, in Mocha, gibt es sowas nicht. Und ich habe einfach meine, also Maharaja Granth, die Halle, wo wir geheiratet haben, die habe ich über Google Maps gefunden. Super Glück gehabt, meine Eltern waren zufrieden damit, Loves Eltern fanden die Halle cool und so haben wir die dann auch im Endeffekt gebucht. Nur die Frage war, wo mache ich meine Zeremonie? Wo findet eigentlich die eigentliche Hochzeit statt? Die Location dafür zu finden, Leute, das war so ein Kopfschmerz. Ne? Wir hatten eigentlich eine coole Location gefunden. Das war ein Tempel, was auch super gut war, weil die Umgebung vom Tempel, der Aufbau vom Tempel, alles war vor Ort. Wisst ihr, was ich meine? Da war genug Platz, um den Leuten das Essen zu servieren oder aber auch die Zeremonie durchzuführen. Wir hatten Lautsprecher, Mikrofon, wir hatten alles da, weil das war ja das Tempel, also das war ja der Tempel, der nur so einen großen Outdoor-Bereich hatte, der auch komplett umzaunt war, ummauert war, Boden, alles. Also es war wirklich was Festes und ich war so froh, ne? Ich so, oh mein Gott, voll cool. Der Priester damit war auch einverstanden und das sind nicht alle Priester, das verstehe ich auch. Wir haben auch alles respektiert. Es gab vor Ort nichts, was irgendwelche Vorschriften verletzt hat. Und alles war im grünen Bereich. Ich war so richtig glücklich, war so zufrieden. Ich flieg zurück nach Deutschland und dann nach 2-3 Monaten kriege ich die krasseste Nachricht ever. Die haben einfach vom Tempel den Außenbereich kaputt gemacht. Die wollten den erneuern, die wollen den verschönern. Schön und gut, aber das schafft ihr nicht in 3 Monaten so, ne? In Indien ist sowieso alles so ein bisschen, ja, manchmal ist es langsamer, manchmal ist es schneller, aber wir wussten, ey, das wird nicht fertig. Und im Endeffekt wurde es dann auch nicht fertig. Ja, ich kriege auf einmal so WhatsApp-Nachrichten mit Bildern. Ich weiß gar nicht, ob ich die Bilder noch habe, aber alles zertrümmert. Ey, 3 Monate vor der Hochzeit. Leute, wir hatten 600, 700 Gäste. 500 bis 700, ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten echt viele Gäste. Alle haben Tickets gebucht, alle haben alles gemacht. Wir haben so viel organisiert und dann ist einfach die Location weg. In Indien, Punjab, Digga, da, ey, das war so schlimm für mich. Ich habe wirklich wochenlang geweint und war frustriert, weil ich wollte, klar, man kann auch im Tempel drin heiraten, aber der ganze Außenbereich war halt kaputt. Wisst ihr, das ist schon sehr traurig gewesen. Und diese Location war sehr gut, weil sie auch genügend Parkplatz hatte für die ganzen Gäste. Also auf unserem Anand Garage, also auf unserer Zeremonie, waren locker 300-400 Gäste. Parkplatz. Platz zum Essen, Trinken. Dafür musste ja gesorgt werden. Und das war einfach indoor leider zu klein. Und dann hatten wir überlegt, ja, okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich hatte echt Glück. Mein Cousin hat mir so krass geholfen. Der ist überall zu den Locations hingegangen, die ich ihm geschickt habe. Ich habe wieder mein Google Maps benutzt und wirklich reingezoomt und geguckt, welcher Tempel hat einen schönen Außenbereich,
wo ist genug Platz, Leute? Ich bin Nachbarstädte, Städte nebenan, keine Ahnung. Ich habe alles durchprobiert. Mein Cousin ist mit seinem Motorrad überall hingefahren und hat sich das angeschaut. Und schlussendlich war so ein Tempel super in der Nähe von uns. Um die Ecke war der Tempel und der Priester hat sich dann auch mit uns alles besprochen, damit auch alles nach Vorschriften passiert. Nichts, zum Beispiel dafür auch, also es wurde auch dafür gesorgt, für den Fall der Fälle, dass es regnet. Das kannst du in Indien ja nie wissen, ne? Dass über die Heilige Schrift nie, kein Wasser fällt, ne? Wir hatten wirklich ein krasses Zelt, was wasserdicht war, was alles standhielt und für Klimaanlage wurde gesorgt, alles, ne? Und das war so krass, Leute, die Location, die wir hatten, das war sogar noch ein, das war kein Steinboden, sondern es war Wiese. Das heißt, es war deutlich weicher und wir konnten auf der Wiese noch was aufbauen. Also Leute, ich hatte so Glück, ne? Das war auch umzaunt und da konnte kein Externer rein. Wir hatten halt trotzdem den Tempel. Das war natürlich noch frei für alle, die beten wollten, nicht nur für uns. Die Feier hatten. Wir hatten aber genug Leute, die aufgepasst haben, dass keine fremden Leute in die Feier praktisch so, ne, reinplatzen. Und also wir hatten wirklich Glück. Und Leute, wisst ihr, wann wir die Location hatten? Ich glaube, ein Monat vor meiner Hochzeit. Ich war ja Anfang Oktober da und da habe ich mir die Location erstmal angeguckt. In der Zeit habe ich mit meiner Mama, erst mit dem Priester besprochen, was alles jetzt so abgehen wird. Mit dem Team, das mein Zelt aufgebaut hat, die sich um die Logistik, um die Organisation gekümmert haben. Leute, das war 3 Wochen vor meiner Hochzeit. 3 Wochen vor meiner Hochzeit war wirklich alles sicher. Wenn ich daran denke, das stresst mich, ne? Also es war so ein Druck, so ein krasser Druck, weil auf der anderen Seite war es für mich ja natürlich wichtig, meine ganze Familie nicht zu enttäuschen, meine Gäste nicht zu enttäuschen. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, Alter, ey, auf Social Media wird das einfach so voll die Blubber sein. In Worst Case Szenario hätte ich echt Indoor geheiratet, aber mein Traum wurde so erfüllt, ne? Und das ist wirklich so ein schönes Gefühl gewesen. Einfach Outdoor. Du hast Vogelgezwitscher gehört. Du warst an der frischen Luft. Und alles sah so schön und luftig aus. Ich verlinke euch auf jeden Fall mein Hochzeitsvideo. Dann könnt ihr euch das mal in Ruhe anschauen. Und ihr müsst wirklich, in meinen Augen sieht man die Angst, die ich hatte. An meinem Hochzeitstag, über die ganze Woche eigentlich, war ich super gereizt. Ich schwör's euch. Ich habe meine Hochzeit total genossen, ne? Aber ich war auch ganz schnell reizbar. Und das hatte echt oft den Moment, dass ich abends total durchgedreht bin ein paar Mal. Und es sind so lustige Sachen passiert. Zum Glück waren meine Freunde da, ne? Sonst hätte ich über die Sachen gar nicht lachen können. Es war so witzig. An dem Tag, wo mein Henneabend war, das war für mich der schlimmste Tag. Am Morgen hatte ich eine Zeremonie, Mittag hatte ich eine Zeremonie und abends halt mein Henna. Und Henna hat super lange gedauert. 1 Uhr morgens war ich mit meinem Henna fertig. Und falls ihr Henna schon mal auf der Hand hattet, Leute, ich hatte das bis hier, es ist eisig kalt. Es ist wirklich richtig kalt. Und stellt mal vor, ihr seid in eurem Gewand, ja, und ihr könnt nicht mal raus, weil ihr so schlau wart wie ich und nicht daran gedacht habt, irgendwie ein Outfit auszusuchen, was man auch schnell mit dem Henna ausziehen kann. Ich konnte nicht aus meinem indischen Kleid raus und habe damit geschlafen. Es war sehr schlimm. Beginnt auf jeden Fall mit eurem Henna viel früher als ich. Wir haben viel zu spät angefangen. Das heißt, mein Henna war noch voll nass und ich musste tatsächlich so schlafen. Es war die schlimmste Nacht meines Lebens. An dem Abend ist mir erst eingefallen, als Henna und so alles schon dran war, ich so, scheiße, irgendjemand von euch muss mich abschminken, meine Kontaktlinsen rausholen. Das konnte ich doch gar nicht mit Henna an der Hand. Und das war ja alles noch sehr nass. Meine Freunde haben mich abgeschminkt, mir hat irgendjemand die Haare gekämmt. Wir haben es nicht rausbekommen mit den Linsen. Also es konnte keiner mir ins Auge pieksen. Ich war zu hysterisch. Und dann habe ich einfach meine Nägel genommen. Ich hatte ja Gelnägel drauf. Und mit meinen Nägeln das rausgeholt. Ich schwöre, ich war so jung. Ich hätte mir alles antun können am Auge. Ne? So 2 Tage vor der Hochzeit. Dann, mega witzig, am Hochzeitstag. Das ist schon ein bisschen traurig. Also es macht mich irgendwo traurig. Irgendwo bin ich glücklich. Aber irgendwo macht es mich wiederum traurig. Wir waren so im Verzug. Ich war zum Glück zeitlich wach. Ich konnte auch gar nicht so gut schlafen. Ich war voll nervös. Aber meine Make-up-Artistin kam schon um 4 Uhr morgens. Ich glaube um 6, 7 Uhr morgens war ich schon ready to rumble, ne? Dann erst im Nachhinein, eine Woche danach haben meine Familienmitglieder mir das erzählt, von meiner Schwester, die ja eigentlich eine spezielle Rolle am Hochzeitstag hatte, weil bevor ich in die Halle kam, kam erstmal mein Cousin, meine Nichten, meine Freunde, meine Cousinen und dann kamen meine Geschwister, dann ich und meine Eltern. Ne? Wir hatten so eine richtige
Girl Squad vorbereitet. Und ich habe jeden auch wirklich gebrieft und gesagt, du musst das machen, du hältst das, du machst das, ich mach das parallel. Ich hatte so richtig alles vorbereitet und dann hat einfach das Oberteil von meiner Schwester gefehlt. Ich habe einen Montag geheiratet, ne? Also meine Zeremonie war am Montag und am Sonntag sind die Sachen, also sind die Geschäfte in Indien geschlossen. Und unser Schneider hatte einfach das Oberteil von meiner Schwester noch bei sich. Mein Cousin ist tatsächlich am frühen Morgen zu meinem Schneider hingefahren. Er hat ihn geweckt, also wirklich so an der Tür geklopft, weil er ist nicht ans Handy gegangen. Und er hatte tatsächlich das Oberteil von meiner Schwester, zum Glück, ja. Aber durch diese Verzögerung, und es kommt noch gleich noch eine Verzögerung, konnten meine Schwestern und ich gar nicht so viel am Hochzeitstag zusammen shooten, weil die halt noch gar nicht ready waren. Und ich habe die ganze Zeit so eine schlechte Laune rumgeschoben, weil ich dachte, boah, die sind nicht fertig, die sind fertig. Aber ich wusste gar nicht, dass ihr Oberteil fehlt, weil keiner es mir erzählt hat, um mich nochmal extra zu belasten. Und dann ist mir auch, also das ist auch nochmal eine Sache. Ihr kennt doch meine Zwillinge, meine kleinen Nichten. Die sind beide Zwillinge. Gleich groß, gleich lang. Und die haben das gleiche Outfit gehabt, weil die waren halt die Bridemaids. Und die Länge vom Oberteil war bei der anderen kürzer und bei der anderen länger. Mein Schneider ist super gut, ne? Aber da habe ich ihn echt nicht verstanden. Wie konnte er das machen? Vor allem, dass die beiden standen wirklich ganz vorne. Meine Mama kann sehr gut Kleider schneidern. Sie hat das Problem gesehen und direkt abgeschnitten, hochgenäht, alles gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich das gar nicht. Und ich so, boah, meine Eltern sind nicht fertig, die Kinder sind nicht fertig, keiner ist fertig. Wir konnten keine Szene drehen, was aber auch nicht schlimm ist. Im Endeffekt, ich hatte genug Zeit, meine Szenen zu drehen. Aber hey, wisst ihr was? Die Probleme wurden gelöst. Stell dir mal vor, die Probleme wären nicht gelöst. Meine Schwester hatte kein Oberteil und die Nichten würden so rumlaufen. Das wäre ja ein bisschen schlimmer. Aber unterm Strich hat alles geklappt. Vor allem der Zeremoniepart war für mich der wichtigste, auch wie wir da reingehen alle. Und das hat alles voll gut geklappt. Kurzer Einwurf, Leute, das ist mir leider ein paar Tage zu spät eingefallen. Die Geschichte mit meinen Kontaktlinsen, das habe ich euch ja auch auf Insta erzählt. Ich hatte an dem Tag meiner Party, also praktisch nach der Zeremonie, Probleme mit meinen Kontaktlinsen. Fragt mich nicht, was los war. Also ich habe die 3-4 Mal ausgetauscht. Die haben wir vor dem Make-up eingesetzt, genauso wie am ersten Tag, ne? Alles normal, alles war gut. Und als ich dann im Auto saß Richtung Halle, habe ich einfach nur Milch gesehen. Also wirklich so milchig, ne? Als wäre ich in so einem Milchglas. Also alles unscharf, viel zu hell und ganz komisch. Und angeblich war das so eine Proteinschicht oder irgendwas war. Keine Ahnung. Und ich hatte das seitdem nie wieder. Und ich habe alles versucht. Tropfen, ausgetauscht, habe sogar den Trick mit Kontaktlinsen abschlecken ausprobiert und es hat auch nicht funktioniert. Und ich habe wirklich alles gemacht. Irgendwann im Auto, wir brauchten eine Stunde zur Halle, habe ich die Linsen rausgetan und einfach meine Augen entspannen und versucht mich zu entspannen, weil ich einfach Panik hatte, Leute. Das war eine riesengroße Party. Wirklich viele, viele Gäste. So viel Arbeit steckt da drin. Ich wollte diese Party einfach nur genießen. Ich wollte wirklich einfach nur abreißen. So, weißt du, ich war einfach so dabei. Ich war so richtig ready to go. Und so nebenbei, diese Bilder wurden uns auf der Party gestohlen. Wir wissen bis heute nicht, wer die hat. Die wurden eiskalt gestohlen. Auf einmal passiert das mit meinen Linsen. Und ich habe dann in der Halle, backstage, bevor meine Entry war, habe ich wieder Linsen eingesetzt. Und die waren wieder milchig. Wieder welche eingesetzt und die ganzen Tricks, alles, ne? Ich habe sogar gewaschen, alles. Ich habe alles probiert, es kam immer wieder. Und es war dann ab irgendeinem Zeitpunkt wirklich so, scheiß drauf, raus mit den Dingern. Ich habe die Linsen rausgemacht und war komplett ohne Linsen und ich habe eine Stärke von -2,5. Das ist zwar nicht sehr wenig, aber auch nicht irgendwie sehr viel. Also es ist eine gute Mischung. Ich kann halt sehr viel, also ich bin ja kurzsichtig, ich kann vom Weiten nicht sehen. Und das Schlimme war jetzt, ich konnte einfach nicht erkennen, ob mich jemand anguckt, angrinst, grimmig guckt, mir irgendwas versucht zu sagen. Keine Details habe ich nicht gesehen, aber die Menschen an sich habe ich ja sehen können. Und vor allem, Leute, ich habe mir einfach die Farben von den Kleidern gemerkt. Dann wusste ich genau, wer wo ist. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe die Hochzeit gesehen. Und wisst ihr, was krass ist? Als ich die Linsen rausgenommen oder wieder reingenommen habe, rein, raus, hat sich der Kleber von meinen Lashes gelöst. Und dann habe ich natürlich ein bisschen den Kleber gehabt, habe das versucht wieder ranzumachen und habe ich einfach Wimpernkleber ins Auge bekommen. Und das war krass. Da dachte ich echt so, boah, ich heul gleich und das wird gleich ganz schlimm. Ich muss mich wieder einkriegen. Mein Bruder hat alles abbekommen, der Arme. Aber unterm Strich hat es funktioniert. Also alles war okay, Lashes waren dran und ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass ich die Party komplett gesehen habe. Und das, ich schwöre euch, bis dato ist das noch nicht einmal wieder vorgekommen.
Ist das nicht krass? Falls ihr wisst, was es war, schreibt es in die Kommentare. Noch eine lustige Story, die einfach krass war. Ich musste mich ja verstecken, ne? Bevor Love und die ganze Crew kam, durften die mich halt nicht sehen. Und deshalb war ich mit meinen Freunden im Tempelgebäude und habe mich da versteckt. Und wir haben so religiösen Gesang, dann nennt man das. Dafür hatten wir einen Mann bestellt, der sehr, sehr bekannt ist in Indien, der eine wunderschöne Stimme hat. Und der war auch in dem Tempelgebäude und saß da und hat gebetet. Und ich war da halt mit meinen Freunden. Wir saßen da, haben gechillt. Und ich war super nervös. Die haben versucht, mich abzuregen. Ich habe in der Zeit auch ein bisschen was gegessen, weil ich hatte halt nichts außer mein Frühstück um 6 Uhr morgens. Und die Zeremonie hat, ich glaube, so um 14, 13 Uhr angefangen. Und out of nowhere kamen 2 Tauben in das Gebäude rein. Ich weiß nicht wie. Das war eine ganz normale Tür, die kam angeflogen. Dieser Tempel hatte oben an der Decke, da war nicht nur ein Ventilator, da waren, glaube ich, 6. Die Tauben sind richtig reingeflogen und durch die Bewegung wurden die Arme die ganze Zeit rumgeschleudert. Ich habe geschrien, könnt ihr euch nicht vorstellen. Für mich ist es sowieso ganz schlimm, so Tiere quälen zu hören oder wenn die gequält sind oder irgendwie verletzt sind, wegen jeder. Ich habe einfach meinen Hund von Anfang an miterlebt und ich bin so krass jetzt an Tieren gebunden. Ich habe die ganze Zeit geschrien und meine Freunde haben sich die ganze Zeit auf mich gebürgt, damit, falls die Tiere kacken, nicht auf mich kacken. Ich schwöre, da merkst du, Friendship Goals are real. Aber ohne Witz, die waren einfach so verwirrt, die armen Dinger. Die sind auch die ganze Zeit gegen die Fensterscheiben geknallt, weil die wollten raus, aber die konnten ja nicht durch das Fenster. Und wir wussten nicht, ne? Und zum Glück, der Mann, der halt diesen religiösen Gesang gesungen hat, der hatte noch 2 Leute dabei. Und die haben versucht, die Tauben zu fangen und zu lenken, dass sie wieder durch die Eingangstür wegfliegen. Und die konnten die zum Glück fangen und haben auch geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und dann haben die losgelassen. Und ich war so verwirrt. Ich so, boah, Gott, was wolltest du mir damit zeigen? Was war das? Was ist das? Guck mal, ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil ich war kurz davor, meinen Seelenverwandten zu heiraten. Und dann passiert sowas. Und ich bin so ein Mensch, ich analysiere voll gerne so Sachen. Und dann musste ich einfach daran denken, dass Love und ich einfach so, irgendwie habe ich das versucht, so mit uns zu kombinieren, dass wir beide halt auch an voll vielen Sachen gestoßen sind und keine Ahnung, dass wir es zu zweit wieder rausgeschafft haben vielleicht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Irgendwie voll der emotionale Aspekt, aber in dem Moment dachte ich einfach, die Welt geht gleich unter. Was passiert hier? Leute, ich heirate gleich. Tauben kriegt euch wieder in den Griff. So, keine Ahnung. Ich war voll gestresst und das hat mich auch super traurig gemacht und diese ganzen, boah, ich daran denke, ich kriege Gänsehaut. Das ist zwar so schlimm, aber ich versuche damit irgendwie noch einen positiven Zusammenhang zu finden. Könnt ihr daraus irgendwie was deuten? Gibt's da was? Tauben stehen ja normalerweise für Freiheit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Freiheit da so und dann auf einmal wurde sie gelöst. Ich weiß es nicht. Oh, Reception. Am nächsten Tag war ja die Hochzeitsparty und ich war ja dann schon bei Loves Familie. Und mein Make-up an dem Tag, ich hatte der Make-up-Artistin am ersten Tag total vertraut. Die hat das super gemacht am Zeremonietag. Bei der Party habe ich ihr gesagt, ich übermale meine untere Lippe und sie hat auch meine obere übermalt. Und dadurch hatte ich halt solche Oschi-Lippen. Meine Geschwister haben mich auch angeguckt und meinten so, oh, aber ich dachte, weißt du was, so schlimm sieht es gar nicht aus und es ist meine Hochzeit, go for it, ne? Aber wenn ich mir jetzt noch Bilder angucke, denke ich mir, Sunny, das hättest du auch selber korrigieren können. Voll der Ärger, plus meine Lashes, ich weiß nicht, das waren ihre Lashes, ne? Ich habe auch nichts gegen die Make-up-Artisten, ich finde die toll, aber die Lashes sahen halt sehr, so sahen einfach aus wie Plastik, die haben geglänzt und das ist so scheiße. Bitte macht das nicht, wenn ihr heiratet. Holt euch auf jeden Fall irgendwie echt Haar oder Naturhaar, keine Ahnung, irgendwas, was nicht nach Plastik aussieht, weil das sieht so blöd aus auf Fotos, weil man halt den Blitz dadurch sieht und es sieht doof aus. Voll die Kacke. Und dann noch meine Frisur. Da gab es auch so viele Kommentare zu, oh, niemand hat dir geholfen. Bei der Frisur kamen Strähnen raus. Ich wollte es tatsächlich so. Ich wollte, dass es so ein bisschen leicht aussieht. Aber ich glaube, dadurch, dass sie es so ordentlich gemacht hat und so ordentlich die Strähnen rausgeholt hat, sah das im Endeffekt so aus, als wäre es nicht gewollt. Aber ich wollte es. Und da gab es so viel Hate zu. Mein Schwiegerpapa meinte auch zu mir, Sunny, du hättest das viel besser alleine geschafft mit dem Make-up. Das haben mir auch andere Leute gesagt. Ja, aber unterm Strich ist ja eigentlich alles gut gelaufen. Ich finde, man macht sich einfach zu viel Stress. Auch zum Beispiel meine Hochzeitsschuhe. Ne? Ich habe mir extra Schuhe von Jimmy Choo gekauft. Aber ich dachte so, Jimmy Choo, ich heirate, komm, go for it. Leute, ich habe die einfach nur für gefühlt 30, 40 Minuten angehabt. Wofür? Ey, das sind so Sachen, wo ich mir, ich denke, wofür habe ich das gekauft? Ich habe ja auch voll vergessen, ich habe so Ringketten gehabt. Das war so ein Ring.
Und dann war es so ein Kettchen, die hätte ich passend zu meinem Schmuck gehabt. Ne? Die waren wirklich alle komplett handmade, die waren alle so, das wurde extra dafür gemacht. Und ich habe es einfach vergessen anzuziehen. Die lagen da, ich habe es total vergessen. Wie kann man etwas vergessen, wofür man bezahlt hat? So, ich habe die ja noch nie angehabt, ne? Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, wo man die anziehen soll jetzt. Ne? So. Also super ärgerlich, das sind so Sachen, über die kann ich mittlerweile reden. So fast 2 Jahre. Man kann es mittlerweile reden. Aber ich will euch damit nur zeigen, Leute, das, was man online sieht, vor allem diese ganzen Videos und so, da denkt man immer, oh, die hat eine perfekte Hochzeit. Leute, ihr wisst gar nicht, wie viele Sachen noch intern schief gegangen sind. Bei der Planung, wie viel wir da einfach ändern mussten und alles Mögliche. Also man struggelt ja auch, man streitet sich auch wegen Hochzeiten. Das ist ganz normal. Aber das sind so die kleinen Struggles, die bei mir schiefgegangen sind. Ihr müsst mir unbedingt mal bitte in den Kommentaren schreiben, was ist denn bei euch auf der Hochzeit schiefgegangen? Was habt ihr vergessen? Was haben andere vergessen? Was ist bei euch einfach komplett daneben gegangen? Lasst mich das unbedingt in den Kommentaren wissen. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen, diese kleine Talkrunde. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!